Wichtiges Thema auf jeden Fall. Gibt aber viele, sag ich mal, Baustellen irgendwie, wo noch was gemacht werden muss. Es wurden in der Vergangenheit viele Fehler gemacht von der Politik. Es wurde viel schön geredet und es kommt jetzt halt alles irgendwie zum Vorschein. Also ich selber bin, denke ich, ganz gut integriert, aber wie man es auch in der Debatte mit Tino Sarrazin sieht und die ganzen Stimmen, die da so in den Medien auftauchen, ist schon ein sehr großes Problem hier. Das ist jetzt so lala. Es ist halt einfach, es ist nicht in jeder Stadt gleich, es ist nicht in jedem Bundesland gleich. Es ist halt einfach so, dass ich muss sagen, in Berlin funktioniert es sehr gut. Ich bin Wahlberliner und habe das auch schon anders miterlebt. Migranten sind wichtig für das Land, sind ein wichtiger Beitrag irgendwie für die Gesellschaft, sind im Bereich der Kultur. Und ich denke, dass eine Kultur mit mehreren Ethnien und Kulturen stärker ist an sich als eine Kultur, wo nur eine Ethnie zum Beispiel vertreten wäre, jetzt rein theoretisch. Und dass Leute, die nach Deutschland kommen, eine Bereicherung für das Land sind und die Gesellschaft. Und die brauchen, auf jeden Fall. Naja, es läuft nicht ganz von Seite der Politik aus. Es ist nicht ganz so gut. Also, ich finde, dass die deutsche Regierung da vielleicht ein bisschen zu sozial dran geht, die ganze Geschichte, weil da vielleicht ein bisschen mehr Grenzen gesetzt werden müssen, so wie im Skandinavischen zum Beispiel. Dass nicht alle Leute die gleichen Bildungschancen haben und so weiter, dass es wirklich darauf ankommt, woher deine Eltern herkommen, was deine Eltern für einen Bildungshintergrund haben, dass du eine wirkliche Chance hast in dieser Gesellschaft, so deinen eigenen Weg zu gehen. Also das klappt noch nicht ganz so gut. Ich komme ursprünglich aus Hannover, Niedersachsen. In Niedersachsen funktioniert das alles ein bisschen anders. Es ist halt einfach, man kümmert sich immer noch mehr um die Probleme und nicht um die ganzen Vorzüge, die es auch bieten kann. Beziehungsweise auch einfach mal, es wird alles ein bisschen gesondert dargestellt. Es ist einfach so, dass die Leute verurteilt werden, bevor sie überhaupt irgendwas gemacht haben. Es ist einfach so in vielen Bundesländern auch noch so, dass Randgruppen wirklich geschaffen werden, auch einfach von der Politik her.